Du möchtest wissen, wie du als Handwerker effektiv deine Kunden supporten kannst und einen vernünftigen Service anbieten kannst? Dann bleib auf jeden Fall bei dem Video dran. Lass uns schon mal ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns gleich im Video wieder. So, wunderschönen guten Tag. Mein Name ist wie immer Nico Becker. Ich habe mir heute den Saad Chamo an meine Seite geholt. Ja, und wie gerade eben besprochen, wollen wir heute ein bisschen über das Thema Kundenservice sprechen. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach, wir reden ja hier ganz, ganz viel über Marketing, Anfragengenerierung und so weiter. Aber natürlich ist es auch so, dass wenn du mal eine Anfrage generiert hast und ihr seid euch einig geworden, was ja den ganzen Kaufvertrag angeht, dann sollte danach natürlich die Reise nicht aufhören, sondern dann befinden wir uns im Kundenservice. Und der Kundenservice, wenn er gut gemacht ist, hat natürlich auch maßgeblichen Einfluss darauf, was kannst du später mit dem Kunden noch anfangen? Empfiehlt er dich weiter, kauft er vielleicht weitere Produkte bei dir? Das wird ja alles mehr oder weniger entschieden, nachdem ihr ja euch einig geworden seid über das erste Produkt. Und da sprechen wir halt eben vom Kundenservice. Und warum können wir dazu was sagen? Wir machen ja hier bei uns sehr, sehr, sehr intensiven Kundenservice. Das heißt, wir sprechen regelmäßig mit jedem unserer Partner. Das heißt, wir kriegen auch ja ziemlich nah mit, was unsere Partner so im Bereich des Kundenservice ja treiben und kriegen da gute Ideen mit und können dir da einfach ein bisschen was natürlich auch ja weitergeben. Und das wollen wir heute machen. Der erste Tipp, den ich hier geben möchte, ist genau das Mindset, was ich gerade schon sagte. Ich höre das leider selber immer noch relativ häufig bei uns in den Gesprächen mit den Partnern. Wenn der Kunde gekauft hat, dann hat er gekauft und dann ist er eigentlich nur noch eine Nummer im Archiv sozusagen. Das ist immer ein bisschen schade, weil der Kollege geht gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber du kannst aus einem Kunden extrem viel noch rausholen. Das soll jetzt gar nicht so blöde klingen, dass der Kunde jetzt einfach nur dafür da ist, bei dir irgendwas zu kaufen, aber du kannst den Kunden einfach lange an dich binden und er kann dich eben empfehlen. Also erstes Mindset von mir an dich ist, den Kunden sozusagen nicht einfach nur dazu zu bringen, dass er was kauft, sondern schon mal zu überlegen, was kann ich konkret danach mit ihm machen. Die zweite Sache, die ich dir mitgeben möchte, ist einfach das Thema telefonischer Support und natürlich auch das Thema Bearbeitung bzw. Reklamation. Es gibt nichts Ernüchternderes, zumindest in meiner Welt jetzt nicht, wenn ich mir irgendwo ein Terrassendach kaufe. Ja, ich lege einen stolzen Betrag dafür auf den Tisch und am Ende des Tages merke ich irgendwie, dass irgendwo was wackelt. So, alles wird per Hand gebaut, alles gut, das kann auch mal passieren, das ist menschlich höchstwahrscheinlich. Die wichtigere Frage ist, wie gehst du jetzt mit sowas um? Auch hier höre ich relativ häufig bei uns in den Gesprächen, dass das Thema jetzt nicht so die Wichtigkeit bekommt, die es aus meiner Sicht hat. Also ja, klar, du hast, wenn du jetzt jemanden rausschickst, einen Monteur, der von mir aus eine Schraube gerade zieht oder nochmal irgendwie ein Fenster neu einstellt oder sowas, hast du natürlich Arbeitszeit, die drauf geht, du hast Geld, was du bezahlst und du bekommst dafür wahrscheinlich kein Geld, wenn ja, nur relativ wenig für eine Reparatur. Aber ich würde dir empfehlen, das Ganze ja viel, viel mehr aus der emotionalen Ebene zu betrachten, weil stell dir einfach nur folgendes Szenario vor. Ich kaufe mir bei dir das Terrassendach. Da wackelt irgendwas, ich bin nicht ganz zufrieden damit. Morgen ist jemand von dir da, zieht das gerade und ich kann am Ende des Tages ja mein Produkt wieder vollumfänglich genießen. Das ist eine Sache, da kannst du für relativ wenig Arbeitsaufwand oder wahrscheinlich auch relativ wenig Zeiteinsatz von dem Monteur, kannst du bei mir persönlich extrem viel rausholen, was so emotionalen Wert einfach angeht, weil ich dann super happy mit dir bin. Und ich bin, das ist auch noch so ein Erfahrungswert, den ich einfach schon mal gesammelt habe bei unseren Partnern, ich bin meistens sogar zufriedener, als wenn nichts passiert wäre. Klingt jetzt erstmal paradox, aber wir haben tatsächlich mal einen Partner gehabt, der hat ja tatsächlich absichtlich bei einer Küche manchmal vergessen, den Henkel anzubauen. Also wurde einfach nicht mit montiert, das war auch so geplant. So hat der Kunde natürlich angerufen und hat gesagt, hey, ich habe hier in meiner Schublade fehlt irgendwie ein Henkel. Er hat sich schon darauf eingestellt und hat gesagt, passen Sie auf, lieber Kunde, Herr Müller, wir haben jetzt gerade keine Kapazitäten, aber ich als Chef werde jetzt persönlich rausfahren und werde das Ganze reparieren. Dann ist er hingefahren, der als Chef, hat den Henkel da dran geschraubt, das dauert 10 Minuten, hat nochmal eine Flasche Wein mitgebracht. So, und der Kunde ist danach meistens sogar zufriedener, als wäre nichts passiert. Ja, weil du einfach an dem Moment wirklich viel, viel mehr geliefert hast, als du eigentlich versprochen hast. Das heißt, hier das Thema Reklamationen, Beschwerden nach dem Aufbau, also nach der fertigen Montage, auf jeden Fall vielleicht nochmal einen Ticken ernster nehmen, als du es aktuell machst. Und dann will ich dir noch eine Sache mitgeben, wenn es um das Thema Kundenservice geht. Dreh-Feedback-Schleifen. Ja? Ein ganz, ganz, ganz schlimmer Fehler, den ich immer wieder sehe bei unseren Partnern, ist, der Kunde sagt, er ist zufrieden und danach passiert nichts mehr. Die meisten Kunden werden dir sagen, dass sie zufrieden sind, auch wenn sie es nicht sind. Also es gibt da aus meiner Erfahrung eine relativ hohe Dunkelziffer. Deswegen macht es Sinn, hier wirklich nachzufragen. Das würde ich nicht direkt nach der Montage machen. Da ist das alles noch ein bisschen, ich würde sagen, vielleicht verzerrt, weil du einfach den Kunden hast, wie er gerade das Produkt gerade neu genießt. Ich würde dem Ganzen 2, 3, 4 Wochen Zeit geben und würde einfach nochmal anrufen. So, Herr Müller, die Sonne ist draußen, Sie sitzen hoffentlich unter Ihrem Terrassendach. Ganz kurze Frage an der Stelle, wie zufrieden waren Sie mit uns 1 bis 10? 1 ist ganz schlecht, 10 ist sehr gut. Hol dir einfach das Feedback, weil wenn er dann sagt 7, dann ist das, ja, okay, war jetzt nicht schlecht, war aber auch nicht wirklich gut.
dann kann man fragen, was hätte denn zu einer 10 gefehlt? Also du kannst aus dieser einfachen Frage, das Telefonat dauert 5 Minuten vielleicht, kannst du, wenn du es bei 10 Kunden gemacht hast, ganz, ganz viel ableiten für deine zukünftigen Kunden. Und auch das bedeutet wieder mehr Empfehlungen, bedeutet wieder mehr Upsells, also weitere Produkte, die der Kunde bei dir kauft. Und das bedeutet einfach mehr Geld, was du mit jedem Kunden da draußen verdienen kannst. So, das heißt, hier ganz, ganz wichtig, Feedbackschleifen drehen und wirklich mal gucken, okay, wie zufrieden ist der Kunde mit dem, was ich ihm nach dem Abschluss geboten habe? Was hat er damit anfangen können? Wie zufrieden ist er damit? Auch hier kann ich dir sagen, gibt es Kunden, die eine Reklamation haben, aber das gar nicht proaktiv ansprechen, weil vielleicht keine Zeit dafür ist, unangenehm oder wie auch immer. Es gibt ja Menschen, die sind dann so eingestellt. Wenn du hier danach fragst, kannst du wirklich ja vielleicht einen mittelmäßig zufriedenen Kunden zu einem sehr zufriedenen Kunden machen. Das sind jetzt alles Themen gewesen, die auf das emotionale Thema eher einzahlen. Das heißt, ja, es geht darum, dem Kunden einfach ein gutes Gefühl zu geben, nachdem er gekauft hat. Weil auch hier kann ich dir sagen, wahrscheinlich 99% der Kunden, die 20.000 Euro, 10.000 Euro, 30.000 Euro bezahlen, die fragen sich als erstes danach, was habe ich da gemacht? So, das ist keine Kaufreue im direkten Sinne. Das hat man vielleicht erst, wenn das Produkt irgendwann wirklich schlecht sein sollte. Aber es ist zumindest die Frage, oh, okay, jetzt habe ich gerade viel Geld auf den Tisch gelegt, war es das wirklich wert? Das sind emotionale Themen, die dir dabei helfen sollen, zufriedenere Kunden zu haben. Aber es gibt natürlich auch noch Themen, die ganz eigennützig dir als Unternehmen helfen sollen. Wenn ein Kunde bei dir gekauft hat, wirklich noch zu gucken, was kann ich jetzt noch aus dem rausholen? Da hat der Kollege aber ein bisschen mehr für dich vorbereitet. Ja, genau. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass der Kundenservice, wie du so schön gesagt hast, nicht nach dem Kauf zu Ende ist. Also bei uns oder wir empfehlen immer, dass er da erst beginnt. Was meine ich damit? Es geht erstmal in erster Linie darum, einen klaren Prozess zu schaffen. Was passiert eigentlich nach x Tagen, nach vielleicht einem Monat, nach 3 Monaten oder vielleicht sogar nach 6 Monaten? Du hast gerade ein Beispiel mit dem Terrassendach. Bleiben wir einfach mal dabei. Du hast ein Terrassendach verkauft und bietest vielleicht noch Fenster oder Haustüren oder an. Das Beste oder dein größter Vorteil gegenüber diesem Kunden, gegenüber anderen, ist ja, dass du hier nicht mehr kalt bist, sondern du hast schon mal erfolgreich deinen Job gemacht. Und genau das meine ich. Und jetzt geht es um den Prozess danach. Also, das Wichtigste ist, wie ich glaube, du hast das schon kurz angeteased, erstmal überhaupt nachzuhaken, wie waren wir überhaupt? Seid ihr mit der Qualität zufrieden? Seid ihr mit uns zufrieden gewesen? Also erstmal Feedback einzuholen. Das aber auch idealerweise, dass diese Fragen oder was soll ich dem Kunden nach einem Monat oder nach 2 Wochen fragen, dass das alles systematisiert ist. Das heißt, dass es automatisch nach dem Montagetermin in 2-3 Wochen bei euch aufpoppt, dass jemand im Haus anruft und vielleicht auch ein vorbereitetes Skript durchgeht, wo genau diese ganzen Sachen gefragt werden. Ganz wichtiger Punkt. Daraus können sich immer neue Sachen ergeben. Und dann den nächsten Schritt direkt, vielleicht nach 2 Monaten, dass man aktiv nochmal hingeht und nochmal sagt, ja, Sie waren ja zufrieden, wir hatten ja letzten Monat schon gesprochen, war ja alles gut. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Google-Bewertung? Ja, also seinen Kunden nochmal den Service geben, aber gleichzeitig Nutzen für mein Unternehmen daraus holen, indem ich ihm einfach nett nach einer Google-Bewertung frage. Es ist ja nichts Verwerfliches. Ich meine, damit verdienst du am Ende deine Brötchen und er kann die Arbeit ja tatsächlich messen. Und die Google-Bewertung ist für dein Unternehmen natürlich sehr, sehr viel wert. Jetzt können wir das Spiel natürlich viel weiter spielen. Gehen wir mal einen Schritt weiter, zum Beispiel nach 4 Monaten. Einfach mal anrufen und bleiben wir dabei. Du hast andere Produkte im Sortiment und bietest einfach noch eins von denen an. Statt Terrassen, dann vielleicht brauchen sie auch neue Fenster, eine neue Haustür oder neue Rollos etc. Und das können wir eigentlich jetzt so lange machen, aber zeitlichen Abständen, dass wir den Kunden immer wieder auf dem Schirm haben und dass er uns immer wieder auf dem Schirm hat. Und was wir halt zum Beispiel auch, ich glaube nach 6 Monaten oder so, korrigiere mich, auch direkt nach einer Empfehlung fragen. Ja? Also es ist auch hier nicht verwerflich, einfach mal nachzufragen, ja, Sie waren ja zufrieden mit unserer Dienstleistung, kennen Sie denn nicht jemanden, dem auch so ein Terrassendach gefallen würde, ja? Und dann vielleicht dafür auch eine Provision geben. Sagen wir mal, wenn ein Abschluss zustande kommt, weiß ich jetzt nicht, 200 Euro, 150 Euro, je nachdem, was natürlich, es kommt natürlich auch auf das Produkt an, ob wir jetzt ein 30.000 oder ein 10.000 Euro Produkt haben, aber da natürlich auch mal, dass man eine Provision an den Kunden zahlt. Und so bleibst du letztendlich immer auf dem Schirm und tust deinem Kundenservice natürlich immensen Beitrag dazu leisten, weil du ja immer wieder, obwohl schon längst das Terrassendach steht oder die Küche, immer wieder bei ihm auf dem Schirm bist, ja, und immer wieder nachhakst.
Das könnte ich jetzt natürlich aber auch noch viel weiter ausspinnen. Wir haben da bei uns in der Kundenbetreuung noch einige Tipps, die wir immer wieder unseren Partnern mitgeben. Dafür ist das Video aber nicht lang genug. Deswegen würde ich sagen, heben wir uns das Ganze für ein anderes Video aus und wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.